Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Valhalla. Ich beobachte die Katze jetzt schon seit längerer Zeit, die an dem Baum. Weil es ist schon fast hypnotisch. Gut, suchen wir mal das Haus. Die den Teig ohne Kleider knetet? Mein Mann kann kaum den Blick von ihr abwenden. Ah, dann wird es dich freuen, dass Greve Selwyn sie verhaften ließ. Gottlob. Wegen der Zurschaustellung ihrer Nacktheit? Oh, daran zweifle ich nicht. Sicher hat sie einen wichtigeren Herrn als deinen Eggbjocht bezirzt. Nackt Brot kneten. Ich meine, so wenn du mir Elfreds Juwel nicht gibst, dann... Piss ich in deinen Ententeich! Du scheinst aufgebracht. Wie kommst du darauf? Weil ich mich herablasse, dem Schwindler in den Teich zu pissen? Oder weil ich laut schreie? Hat dieser Mann etwas, das dir gehört? Und noch jemand Gottgesandtes, der mir in die Suppe kackt. Verkrümel dich. Es sei denn, du zauberst dir Elfreds Juwel aus dem Arsch. Wenn das Juwel Elfred gehört, ist das sicher einiges wert. Schwindler! Gib mir das Juwel, das Elfred in Auftrag gab! Das Juwel? Ich mach mir einen Hut aus deinen Eingeweiden! Gib mir Elfreds Juwel, du dreckiger Schuft! Wir haben schon dafür bezahlt! Bei Gottes Haaren! Du bist ein Dieb und ein Schwindler! Gib mir das Juwel! Ey! Raus da, aber schnell, du! Du! Was machst du hier drin? Ich bin nicht dein Feind. Noch nicht. Aber der Mann da draußen will dringend Elfreds Juwel. Jesus weint am Kreuze! Verdammt, verpisst euch alle beide! Elfred kriegt das Juwel. Wenn ich kriege, was mir zusteht. Ganz ruhig, sonst spürst du meine Klinge im Bauch. Ja, tut mir leid, mit dir habe ich keinen Streit. Ich will nur, was mir zusteht. Die Herstellung hat doppelt so viel gekostet wie vereinbart. Ich habe eine Frau zu ernähren. Wenn das Juwel Elfred gehört, solltest du es zum vereinbarten Preis aushändigen, wenn dir dein Leben lieb ist. Maria auf dem Esel. Dann nimm das blöde Ding. Meine Haut ist mir teurer. Meine Frau will auch nicht gerne Witwe werden. Alfreds Juwel. Ich habe dein Juwel. Nun, ich habe dich nicht um Hilfe gebeten. Aber froh bin ich trotzdem. Elfred hat dieses seltene Ding bestellt. Wie selten? Filigranes Gold mit einem Bergkristall in der Mitte und Zellenschmelz. Eine Miniatur unseres Herrn Jesus Christus und... Und du wirst es einfach behalten, oder? Oh ja. Und ich muss dem König sagen, dass ein Däne sein Geschenk an seine Frau gestohlen hat. Allerdings. Und sag ihm... Ich werde ihm jeden Schatz nehmen, den er hat. Jeder Dichter, der ihn besingt, wird mich dreifach besingen. Denn wir sind Wikinger und dieses hübsche grüne Land wird unser sein. Kacke. Hm? Kacke. Zurück und wir vergessen das alles. Hör auf, mir zu folgen. Sonst ist das Juwel nicht das Einzige, was du heute verlierst. Heiliger Holzspan vom Kreuze. Na gut, nimm es. Das Selwyn hat ganz schön Mumm, Elfreds Leute zu verhaften. Wer herrscht überhaupt in Winchester? Ist Elfred König oder nicht? Naja, du bist es nicht, das steht so weit fest. Also halt den Mund und... Goodwin ist fort und Wachen schnüffeln herum. Wo könnten sie ihn hingebracht haben? Das ist ein Wandbehang, ey. Ich dachte gerade, hä? Was ist das für ein Grafikfehler?
Zerbrochene Schüsseln und verstreutes Essen. Er ging nicht freiwillig. In der Stadt muss es eine Festung geben. Halbverbrannter Brief. Verbrannt. Verwischt Godwin seine Spuren? Oder wollten die Wachen Beweise vernichten? Eine gewaltsame Auseinandersetzung. Die Wachen müssen ihn zur Feste von Winchester gebracht haben. Du warst mir lang genug ein Dorn im Auge, Godwin. Lass die Schnüffelei, sonst lasse ich meinen Einfluss spielen und ich werfe dich in den Kerker. Nicht mal dein alberner König kann dir dann noch helfen. Der Galgen. Ich will das lesen. Da hat jemand etwas dagegen, dass Alfred die Menschen von Winchester bildet. Manifest der Feder. Ein Streitgespräch zur Erziehung. Volk von Winchester. Alfred will uns seine Reform aufzwingen. Er will unsere Kinder aus dem Schoß der Familie reißen und in die Obhut sogenannter Männer Gottes geben. Und wofür? Damit sie die heiligen Schriften lesen? Ihre Namen in Gülle schreiben? Bildung für alle? Leere Worte, wenn man jederzeit auf der Straße von denen ermordet werden kann? Wahre Erleuchtung kommt nicht von diesem farblosen König, sie kommt vom Orden, die Feder. Die sind aber doch relativ offen, dass sie der Orden sind. Überblicke das Land, Freund. Natürlich, eine Festung. Spät ihr mir nach? Dieser Ort wird gut bewacht. Die Kinder scheinen uns zu verfolgen. Okay. Boah, so gut wird er jetzt auch nicht bewacht, ehrlich gesagt. Von der anderen Seite versperrt sein. Ich muss durchs Fenster schießen. So, ich glaube, der Schlüssel könnte diese Tür da öffnen. Mit ein wenig Glück. Stabile Mauern und viele. Tja. Tod. Gut, das lief jetzt mal
mal wieder nicht so wie geplant, aber naja. Sieh mal nach, Sühnen. Sie wurde wohl verriegelt. Stabile Mauern und viele Wachen. Ein Gefängnis für einen wertvollen Mann. Selwyn hat Hinrichtungen wegen kleiner Diebstähle und Beleidigungen angeordnet. Ein Mann und seine Frau sind bald dran. Was für Ärsche, weißt du, die machen irgendwelche Kleinigkeiten. Gut, Diebstahl wird normalerweise in der Zeit ja auch mit Hand abpacken. Augenblick! Ist aber sonst keiner, außer der Gute. Ein Däne in Winchester? Sonderbare Zeiten. König Alfred schickt mich. Er hat mich auf Knien angefleht, jemanden zu finden. Ich kenne Alfred gut genug, um eine dreiste Lüge zu durchschauen. Falls er dich wirklich geschickt hat, dann aufrecht und würdevoll. Wohl wahr. Und du bist der Mann, den ich finden soll, Goodwin. Weißt du wieso? Wenn ich raten soll, dann um die Ketzer des Ordens aufzuspüren und so tief zu vergraben, dass selbst Gott eine Schaufel bräuchte, um sie zu finden. Und wo sollen wir anfangen? Da helfen uns meine Nachforschungen. Wenn sie sie noch nicht verbrannt haben, müssten sie hier irgendwo sein. Ich finde deine Nachforschungen. Und jetzt geh, bevor sie merken, dass der Wolf entkommen ist. Wir sammeln uns hinter den Mauern neu! Was? Bevor sie merken, dass du entkommen bist, aber erstmal durch die Gegend bölken. Sehr gut. Finde die Dokumente und nimm sie an dich. Was für Dokumente? Die, die oben waren? Oh, hä? Ich muss da, glaube ich, rein. Sind hier irgendwelche Dokumente? Nope. Okay, das wird hier auch nicht sein. Andere Seite. Goodwins Aufzeichnungen über den Orden der Ältesten. Goodwins Forschung. Ich habe ein Treffen mit Herwald in der Taverne eingefädelt, im Schutz der Dunkelheit. Er war entsetzt, als ich ihn in aller Offenheit zur Rede stellte. Seine Augen hetzten von links nach rechts, als würden uns die Mauern selbst beobachten. Herwald tauchte nicht auf. Ich wartete mehr als eine Stunde auf ihn, als ich dann seine Wohnstätte nahe dem Münster aufsuchte. War dort alles auf den Kopf gestellt und sein Hab und Gut verschwunden. Vier andere meldeten sich mit Informationen zum Galgen und alle vier haben ein furchtbares Ende gefunden. Zwei wurden wegen belangloser Dinge öffentlich gehängt, ein weiterer wurde tot aufgefunden, angeblich nach einer Kneipenstehlerei. Der vierte ist geflohen.
Entschuldigung, bin müde. Die beiden, die gehängt wurden, der Galgen muss auch ein Gräfe sein, da bin ich sicher. Nur wir haben die Macht, die Bevölkerung Winchesters zu verurteilen. Er, der Galgen, steht in der Öffentlichkeit, er wendet sich nach außen hin gegen Elfreds Reform. Ich wage es kaum, meine Vermutung niederzuschreiben. Der Bericht geht noch über viele Seiten weiter. Selbst die Entwickler irgendwann keine Lust mehr zu schreiben. Gut, jetzt sind wir hier im Fernsehen. Aber soll hier nicht noch. Ah ne, das haben wir eingesammelt. Die Festung ist nicht so krass bewacht, wie ich mir das vorgestellt hätte. Ich sehe dich, kleine Maus. Ich bin dankbar für deine Hilfe. Ein kühner Schritt, Elfreds Lieblingsgräven zu verhaften. Dieser sogenannte Orden besteht aus nichts als teuflischem Abschaum. Abschaum, der sich in allen Bereichen deines Landes eingenistet hat. Sie sind gefährlich. Wie sagtest du noch, heißt du? Ich bin Eivor vom Rabenclan. Die Geisel von Mercia, falls dir mein Name nichts sagt. Nun, Eivor, wenn unsere drei Ketzer auf einem Ascheberg verglühen, sollten wir unsere Abscheu gegen Mercia wie alte Freunde bei einem Krug Ale bekräftigen. Elfred glaubt, dass mindestens einer von ihnen tot ist. Bischof Elfred war der Sachs. Verdammt. Halb Winchester trauert um diesen Nonnengrabscher. Ich fand dies an eine Tür genagelt. Die Feder führt Worte wie ein Messer. Ein Streitgespräch zur Erziehung? Giftige Absichten gekleidet in schöne Worte. Ich gehe der Sache nach. Der Galgen. Was weißt du über ihn? Ich bin sicher, er ist ein Greve. Nur wir verfügen über die Macht, ein Strafmaß festzulegen. Und der hier maßt sich an, im Namen der Gerechtigkeit zu handeln. Der Galgen ließ dich verhaften, also muss er ein Mann des Gesetzes sein. Greve Selwyn? Natürlich. Der Haderlump fungiert in Winchester als Hammer des Gesetzes. Er lässt Sünder aus geringstem Anlass öffentlich hinrichten. Könnte es kein anderer sein? Er ist es. Er ist der Einzige, der passt. Beende seine Schreckensherrschaft. Na, nur mal. Eliminiere den Galgen. Der sieht so unpassend aus. Wenn er jetzt noch blondes, wehendes Haar hätte, dann könnte ein richtiger Prinz Charming sein. Er vollzieht in Richtung auf dem Marktplatz zu Winchester. Paladin Selwyn, der Galgen. Selwyn stammt aus einer reichen Familie und war es gewohnt, nach Belieben über Diener und Leibeigenen zu verfügen. Er verabscheut es, wenn sein Vater trank, spielte sich mit Frauen vergnügte und das Familienvermögen verschleuerte. Seine Abstammung, die er deshalb mit Scham und Abneigung betrachtet, ist auch der Grund, warum er den Schwachen keine Freiheiten lassen will. Der Orden gab ihm Kontrolle und er war fest entschlossen, die Menschen vor sich selbst zu retten. Er machte sich
alsdann daran, das Gesetz durchzusetzen, Urteile zu fällen und die Welt von menschlichem Bodensatz zu befreien. Moment, was stand da gerade? Quest verfolgen, den Galgen erdrosseln. Wenn man das so ein bisschen wie bei Hitman gestalten kann, weißt du, so dass die halt auch auf verschiedene Todesarten. Gutes Volk von Winchester, öffnet eure Augen. Seht, wie Elfreds hochtrabende Ideale in diesem Morast menschlicher Unvollkommenheit versinken. Die Gefangenen, die heute vor euch stehen, leben nicht nach Elfreds Gesetzen. Sie stellen sich über sie. Sie suhlen sich im Dreck und folgen nur ihrer eigenen Verderbtheit. Hubert hat, völlig vernebelt vom Ale, unseren Bischof Elchfried verleumdet, den frommen Diener von Winchester. Sogar jetzt, wo er kalt in seinem Grabtuch liegt. Elchfried war kein Mann Gottes. Er wird für seine Sünden brennen. Dein Weib ist ein boshafter Besen, Hubert. Ist hier auch nur einer, der nicht von ihrem ranzigen Met gekostet hat? Wann bist du endlich fertig, Selwyn? Wenn du ganz Winchester hingerichtet hast? Winchester hat sein Urteil gesprochen, Hubert. Möge Gott deiner verdorbenen Seele gnädig sein. Töte den Galgen. Ich glaube, die Quest heißt nur den Galgen erdrosseln, ne? Das ist nicht, ich soll den Galgen erdrosseln. Und so frage ich, wer hat das Recht, über das Schicksal der Verdorbenen zu entscheiden, wenn nicht das gute Volk von Winchester? Ich bin nur euer demütiger Dienerin. Leona, wurdest der Hurerei und Verleumdung für schuldig befunden. Möge Gott deiner Pockennarbe. In Winchester gibt es keine Freiheit mehr. Niemand ist vor seiner Klinge sicher. Du entstellst die Gerechtigkeit. Du wagst es, des Königs Henker zu töten. Dein Werk hast du nicht in Elfreds Namen verrichtet. Du bist der Henker des Ordens. Du hast durch den Schleier gelinst und doch nichts erkannt. Elfreds Gesetze sind der Fiebertraum eines Sklaven. Er bietet Bettlern einen Platz an seiner Tafel. Lässt die Schwachen die Starken verschlingen. Wer sollte über das Schicksal der vielen Verdorbenen urteilen, wenn nicht die wenigen Starken und Würdigen? Wer sein Volk beschützen will, muss den eisernen Handschuh anlegen. Du trittst freien Menschen in den Rücken, nicht jenen, die es verdienen. Der Orden verurteilt alle Menschen zum Leiden. Denn sie alle sind nur ein Schatten der Perfektion, die wir sein sollten.
Die Perfektion der Ältesten. Du bist nur ein Mensch, Greve. Ein toter Ast, sterbender Baum. Ganz cool. Fahr zur Hölle! Mal sehen, was Goodwin über die Feder in Erfahrung bringen konnte. Ja, jetzt steht sie da ganz cool rum. Selwyn ist tot? Seine Lügen haben alle gegen uns aufgebracht und manche wozu? Sorgen sich nur um ihre eigene Macht und Stellung. Es tut mir leid, dass ich deinen Mann nicht retten konnte. Mein Sohn ist kein Weise. Du hast mehr als genug getan. Gut, dafür habe ich gerade wahrscheinlich viel mehr zu Warum weisen. Warum unternimmt Alfred nichts? Selwyns Blut. Finde Godwin und sprich mit ihm. Was siehst du da oben, Sönin? Da hinten? Er ist doch bestimmt wieder in Bedrängnis oder irgendwas. Das Nonnenmünster. Ja, oder vielleicht. Oder doch? Ein froher Sinn ist gute Medizin. Doch ein betrübter Mut vertrocknet das Gebein. Lehrt euch Magister Bata nicht die Schriften? Magister Bata ist Pferdekacke! Und da ist die Axt, mit der ich Fliegen fangen wollte. Du hast dich aus deinem Versteck gewagt. Und du hast meine Stadt ins Chaos gestürzt. Ich hatte gehofft, du würdest den Lehren deiner feinsinnigeren Götter folgen. Unsere Götter sind nicht feinsinnig. Wenn der Galgen tot ist, ist das vielleicht Grund zu vorsichtigem Optimismus? Ich habe mich nur an die Vereinbarung gehalten. Wenn dir deine Krone zur Last wird, nehme ich sie dir gerne ab. Verzeiht meinen Ausbruch. Gott hat mir ein Feuer ins Herz gepflanzt. Doch die englische Sprache ist ein Instrument, das schon lange nur schiefe Töne spielt. Wir alle wollen das Los unserer Völker verbessern, nicht wahr, Eivor? Ihr genau wie wir. Ja, hast du recht. Es bleibt noch die Feder. Was wissen wir? In Westsexe herrscht ein schleichender Verfall der Bildung. Wir genießen den Dienst weiser Männer. Doch das Studium der Weisheit haben wir vernachlässigt. Und das weiß die Feder zu nutzen. Konntest du etwas über diese Schriften in Erfahrung bringen? In der Tat. Die Feder ruft die Kinder von Winchester zu den Waffen. Jetzt wissen wir, warum sich so viele in den Straßen rumtreiben. Wild und ungebändigt. Ich rede mit ihnen. Mal sehen, wohin uns das führt. Gut. Komm zu mir in die Schenke, wenn du fertig bist. Und versuch ihnen nicht allzu viel Angst einzujagen. Wir Nordweger sind der Stoff, aus dem die Gruselgeschichten eurer Kinder sind. Ich kann nichts versprechen. Ich sehe dich, Kind. Komm. Selwyn, der böse Greve. Ich habe gesehen, wie du ihn bestraft hast. Er hat vielen wehgetan. Ja, er hat meine Mutter zu Tode gequält. Und ihren Glücksbringer gestohlen. Hast du ihn gesehen? Auf ihm ist ein Baum eingraviert. Er ist das Einzige, was mich an sie erinnert. Eine traurige Geschichte. Hier, vielleicht kann dich das von der Straße und von Ärger fernhalten. Für mich? Oh, danke! Flinke kleine Maus, wirst du mich zur Feder führen?
Der Himmel wird den Rauch von Elfrids Feuer in sich aufnehmen. Sehr poetisch. Aber er soll wohl unter der... Das wäre einfach. Alle Hunde am Pinkeln. Na los, du Bengel, gib den Apfel zurück. Apfel? Ich hab nichts gestohlen. Nimm deine fetten Hände von mir, du Tümpelratte. Tümpelratte? Du kleine Made. Nun, ihr Fede. Wir müssen reden. Du stiehlst Äpfel, hä? Äpfel reichen nicht, ich wachse. Hast du vielleicht Hühnchen? Nein, aber vielleicht kannst du mir sagen, was du über die Feder weißt. Die Feder? Gott, bist du mutig. Finde Elwin und Wigbert. Die sehen hier alles. Elwin und Wigbert. Allmächtiger, ihr werdet ganz Winchester in Brand stecken. Ätschi, bätschi, Bock, Bein. Mich kriegst du nicht. Bei Gott. Da würde ich lieber wieder Mist in Möllbrunn schaufeln. Hey, du kleiner Langfinger. Halt dich da raus, ich verhungere. Glaubst du an die Seele? Einen Teil von uns, der nach unserem Tod bei Gott weiter... Zeig es mir. Dass die immer so weit weg sind. Weißt du, hier fängt das Gebiet an, aber die sind halt sonst wo. Schon wieder. Kümmer dich um deinen Kram. Bist du Elwin? Du schürst das Feuer wie die flammenden Jötner. Es brannte schon, als ich ankam. Wirklich. An heißen Tagen passiert das eben. Und? Oh, Wigbert, du dummes Mondkalb. Rück ihn raus, Elwin. Wir wissen, dass dein kleiner Schatten ihn gestohlen hat. Was gibt's da zu glotzen? Dreht um und haut ab. Dann bleiben eure Eingeweide, wo sie sind. Schon gut, schon gut. War nicht so gemeint. Haltet euch aus Ärger raus. Zum Teufel mit dir! Geschieht ihnen recht. Du hast dein Händchen für Ärger. Und ich winde mich aus allem raus wie ein Aal. Warum folgst du mir? Ich suche die Feder. Also frage ich euch, seine kleinen Handlanger. Wir? Handlanger der Feder? Du weißt gar nichts. Ist das so? Das waren die Schläger der Feder. Dank dir sind die mit eingekniffenem Schwanz davongerannt. Dann verdankst du mir wohl dein Leben? Er ist mutig und stark. Vielleicht kann er uns helfen. Ihr arbeitet also nicht für die Feder? Wir stehlen, um zu überleben und der Feder zu entgehen. Aber du weißt, wo ich ihn finden kann. Die kriechen aus der Kloake wie die Ratten. Na los, gib ihm, was du gestohlen hast. Vielleicht kann er uns retten. Wieso sagt er nichts? Viel Glück, Däne. Lass dich nicht verstümmeln oder so. Kloake, also. Warte mal, war die das gerade? Nee, war sie nicht. Eliminiere die Feder. Die Person befindet sich oft in der Kloake von Winchester. Pfarrer Hilda, die Feder. Die Kirche ist kein Ort für eine intelligente Frau. Diese Lektion lernt Hilda schon früh im Leben.
Mit 6 Jahren wurde sie Waise und in einem Kloster untergebracht. Doch während sie männliche Waisenkinder die Tage mit Lernen und Beten verbrachten, wurde sie in die Küche verbannt. Sie begann an den Türen zu lauschen, sich im Schatten zu verstecken und Mönche mit den Geheimnissen zu erpressen, die sie mitbekam. Im Austausch gegen ihr Schweigen sollte sie ihre Dinge von Bedeutung beibringen, lesen, schreiben, Latein. In der Kirche war ihr unersättlicher Verstand ihr Verderben. Im Orden war er eine Offenbarung. Bischof Ehrlfrid sah nicht nur ihren scharfen Verstand mit Wohlwollen, sondern auch ihre Rücksichtslosigkeit. Sie baute schnell ein Netzwerk aus Kindern wie sich selbst auf. Schnell und scharfsinnig. Kleine Hände, die schnell stehlen, kleine Ohren, die viel hören. Keine Geheimnisse. Winchester ist vor dem Heer der kleinen Spitzel der Feder sicher. Die Feder. Die Namen sind aber auch alle so, naja. Also der Galgen ist furchteinflößend, aber die Feder. Was siehst du? Ich sollte nach kleinen Fallen Ausschau halten. Nach Fallen? Ich mag schöne Sachen. Alle sind tot. Deshalb muss ich auf der Straße leben. Es gibt nie genug zu essen. Ich habe immer Hunger. Fang ein paar Ratten. Na, Elvin, nicht alle können so gewitzt sein wie du und ich. Die meisten sind einfacher gestrickt und sehen uns als das schwache Geschlecht. Eine Stute, die Unschuldige jagt, und du wagst es von Stärke zu sprechen. Wie wenig du weißt. Schützt eure Herrin! Nicht gut. Dass die warten. Vertrampelt die Made! Du fängst doch nicht, dass du einfach abhauen kannst. Theoretisch könnte ich das. Seinen Kollegen haben hier geworfen. Ich will hier nicht gegen jeden Einzelnen kämpfen. Elfrieds Dach. Flieht sie zum Haus des Bischofs? Das Kind hat uns also reingelegt, aber das... Ja.
Ja, für die Falle natürlich, aber es hätte wieder besser funktionieren können. Zack, zack. Und jetzt noch ihren Tod bestätigen. Komm, Kind. Erzähle mir, was du erfahren hast. Und Mutter wird dich belohnen. Feigling. Du lässt Kinder für den Orden spähen und stehlen. Um sie zu formen. Gib mir ein Kind vor dem 7. Jahr und ich gebe dir einen Mann oder eine Frau. Doch was nützen Buchstaben, wenn ein Kind seinen Namen nur in den Dreck ritzen kann? Was nützt einer Frau Weisheit, wenn sie nur am Herd steht? Ich habe Elwin so viel mehr beigebracht. Sie vor einem unwürdigen Leben bewahrt. Sie wird im Orden Erleuchtung finden, so wie ich einst. Könnte ich sie alle retten, würde ich es tun. Doch das kannst du nicht. Du hast zu viele verdorben, um zu wenige zu retten. Orden ist der einzige Weg in die Zukunft. Er kann unseren Durst nach Wissen stillen, wenn Elfrids Sklavenreligion erst besiegt ist. Und was würdest du für unbegrenztes Wissen opfern? Ein unbezahlbares Geschenk. Wer könnte es ablehnen? Nicht ihre Unschuld. Zu schade. Non requiescat in pars. Godwin wollte mich bei einer Schenke in der Nähe treffen. Das trifft sich gut. In einer Schenke kann man immer am besten reden. Aber an dieser Stelle verabschiede ich mich erstmal für diese Folge. Und wir sehen uns in der nächsten wieder. Bis dahin.